Spider-Man. Was machst du denn hier, ne? Ja, ist ja auch sein Comic. Mein erster Comic von Panini. Dankeschön an Panini für diese Bereitstellung. Ja, ist ja gut jetzt hier. Wir stellen euch das jetzt vor, diesen Comic. Ab 8 Jahren. Viel Spaß dabei. Moin Moin Freunde, was war das denn eben? Ein Avenger war hier zu Besuch bei Nerd Taste beim Dennis, ne? Ja, er hat hier alles durcheinander gebracht, aber wir kommen zu diesem Comic. Das ist nämlich mein erster Comic, die Reihe von Panini neu. 4 Stück gibt es an der Zahl und einmal ist das nämlich hier Spider-Man. Der perfekte Band für junge Fans, um die Comicwelt des beliebten Netzschwingers Spider-Man zu betreten. In abgeschlossenen, rasanten Stories bekommt es der jugendliche Held mit Dr. Octopus, Sandman, Electro und anderen bunten Superschurken zu tun. Action und Spaß werden dabei besonders groß geschrieben mit einsteigerfreundlichen Zusatzinfos. Ja, da habt ihr mal so Infos gehört, was überhaupt in diesem Comic drin ist. Autor ist Paul Tobin, kann man ja auch verwechseln, nicht von Thor. Und Roberto Di Salvio hat die Zeichnung gemacht und die sind wirklich nicht schlecht, die sind gut gemacht. Und ihr könnt ja mal ein bisschen kurz hier so reinlucken hier. Lucky Lucky, das ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, die sind dann aber ein bisschen noch andere in der nahen Sicht. Ja, ab 8 Jahren ist dieser Comic, deswegen habe ich den auch geordert für meinen Sohn. Gut, der ist jetzt ein bisschen 2 Jahre jünger, aber trotzdem ist das sehr einsteigerfreundlich und nicht brutal gemacht. Ja, oder auch für den Comic-Fan unter euch, der Einsteiger ist und selber das Thema Spider-Man noch nicht kennt oder was ich was, die Sinister Six, der kann sich das hier gerne auch mal angucken. Also ist eine kleine Kaufempfehlung. Was bist du denn? Ey, ey, sag mal, was? Spider-Man, gib das Comic wieder zurück. Sag mal, er klaut es aber. Gib das wieder zurück, gib das wieder zurück. Ey, ey, ey. Selber sogar Spider-Man findet das cool, das Comic. Und würde es selber kaufen. Nein, ich will jetzt auch keine Kaufempfehlung aussprechen. Es ist aber kein schlechtes Comic. Für 9,99 € habt ihr schöne Zeichnungen. Schön geschriebene, abgeschlossene 4 Geschichten. Kindergerecht, würde ich, und auch einsteigerfreundlich. Und abgeschlossene Geschichten, ganz wichtig. Abgeschlossene Geschichten, die wirklich nicht so... Ja, jetzt reicht's mal hier. Ja, jetzt geh mal hier weg hier. So, was kann ich noch erzählen von diesem Comic? Panini Kids, ihr habt noch die Möglichkeit, es gibt welche von Star Wars zu Justice League und Teen Titans Go. Die könnt ihr auch nochmal holen. Und kosten alle auch 9,99 €. Stimmt, haben 84 Seiten, haben sie alle. Ja, und das ist vielleicht der Startschuss zu der neuen Reihe. So, Spider-Man kannst du auch gerne haben jetzt hier. So, ja. Ja, gut. Weg ist es. Was sagt ihr denn zu dem Comic? Habt ihr euch das schon vielleicht gekauft für eure Kinder oder keine Ahnung? Oder wollt ihr euch das kaufen? Dann ist der Link ja mal wieder in der Videobeschreibung drin. Ich würde sagen, das war noch wieder ein Thema zu der Marvel Weeks. Ihr wisst ja, die laufen. Ich habe hier mal so in Infokarten natürlich wieder die Sachen verlinkt oder in die Endcard. Und die Wochen wird es natürlich wieder schöne Sachen geben, aber auch natürlich auch andere Sachen zu den DuckTales und zu Ankündigungen zu der Weekend of Hell und so weiter, ne? Herr Spider-Man, Sie retten ja sonst immer die Welt, aber Sie lesen ab und zu mal Comics, sind ja auch so Nerd. Was sagen Sie denn über diesen Comic? Gut. Und was gefiel Ihnen da am besten? Das Comic. Spider-Man findet das Comic gut, wir finden es gut. Und wir sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!